Jo Leute und somit herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute mit dem Just Kick It Nummer 1 2023 Unboxing von Panini. Hier sind sehr sehr viele coole Extras, wie ihr seht, zu Sticker und Kartenserien von der WM und der neuen FIFA 365 dabei. Einmal haben wir eine Jamal Musiala Limi von den neuen Karten der FIFA 365 Serie. Dann überraschend, was hier auch gar nicht vorne drauf steht, eine Limited Editions aus den World Cup Karten und zwar hier unter anderem Phil Foden. Ich denke mal, dass es insgesamt 20 verschiedene Limis hier drauf geben wird, da diese Limi aus der Megabox ist und es dort halt 20 verschiedene Limis gab. Und das gleiche, oder besser gesagt, die gleiche Aktion hat Panini auch schon im letzten Jahr mit der Road to Qatar Serie gemacht, dass die Megabox Limis dann einfach hier auf den Zeitschriften drauf waren. Haben wir passend zur WM eine Stickertüte und noch einen Kartenbooster von der neuen FIFA 365 Serie. Das Ganze hat natürlich auch einen stolzen Preis von 4,99 €, aber ich denke 4,99 € gehen jetzt auch mal klar. Klar ist das einiges für eine Zeitschrift und wir wollen auch nicht wirklich die Zeitschrift lesen, sondern halt ehrlich gesagt nur die Karten haben. Aber na, die Limi ist auf jeden Fall gut. Dann geht man sogar noch eine zweite Limi. Die Stickertüte kostet 1 Euro, der Booster 1,50 €. Also kann man schon noch akzeptieren, aber viel höher darf der Preis dann auf jeden Fall nicht sein. Was ich gut finde, dass die Adrenalin XL Limi hier einfach ohne Kleber drin ist. Klar ist das dann sozusagen sehr risikohaft, weil dann theoretisch praktisch die Limi irgendwie an Ecken kaputt gehen kann. Aber die sieht hier sehr gut aus. Die Stickertüte und der Booster sind mit einem Tesafilmstreifen draufgeklebt. Das versuche ich mal ganz vorsichtig abzulösen, ohne irgendwas zu beschädigen. Das geht eigentlich auch relativ gut. Ja, und dann kommen wir zur Hauptlimi. Bitte nicht wieder wie beim letzten Mal. Ja. Ohne Klebepunkt. Es ist besser als beim letzten Mal, wo die beiden Limis von Mbappé und Gündogan drin waren. Ja, ich zeige euch den Code. Limi ist heile, kein Klebepunkt, alles glatt, geil. Jamal Musiala, 73er Defense, 86er Control und 95er Attack-Wert vom FC Bayern München. Eine richtig coole Limi. Gibt ja einige Bayern-Limis. Und ja, auf jeden Fall sparen wir uns dann die beiden Tüten hier. Einmal den Booster und die Stickertüte für später, würde ich sagen, auf. Klebestreifen tun wir direkt mal zur Seite, damit der uns nicht mehr stört. Wir legen die Limis dann mal hier oben rechts in Bildausschnitt mit den Boostern hier. Und dann gucken wir uns mal die Zeitschrift an. Vorne drauf sehen wir unter anderem Becker, Nkunku, Musiala und Bellingham. Dann was zu Champions League, Poster und zu den Extras. Dann blätter ich das Ganze mal auf. Dann haben wir einmal das Inhaltsverzeichnis, dann was zu den Extras und was halt dieses Mal dabei ist. Dann haben wir ein kleines Gewinnspiel, wo man FIFA 365 und PlayStation Spiele gewinnen kann. Dann Teamcheck Bundesliga, bevor die Rückrunde jetzt wieder losgeht. Hier haben wir unter anderem Bayern, Leipzig und Freiburg. Und hier, so sieht es nach 15 Spieltagen in der Tabelle aus. Hier sind wir die weiteren Teams mit Dortmund, Frankfurt, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und dem VfL aus Wolfsburg. Und dann noch hier die nächsten Teams mit Bremen, Leverkusen, Köln, Hoffenheim, Mainz und Hertha BSC. Zum Abschluss noch Augsburg, Stuttgart, Schalke und Bochum. Dann Champions League Duelle. PSG gegen Bayern ist sowieso das krasseste Duell am 14. Februar, da freue ich mich schon so drauf, das zu gucken. Und dann haben wir hier Leipzig gegen City, da sollte eigentlich die Ausgangslage relativ klar sein. Dortmund-Chelsea, sehe ich momentan sogar Dortmund vorne, weil Chelsea, was die unter Graham Potter machen, ist einfach bodenlos. Eintracht Frankfurt sehe ich leider im Nachteil, da sehe ich eher so Neapel vorne. Und dann ja, Liverpool-Madrid, Wiederholung vom Finale vom letzten Jahr. Ist schwer, 50-50 Sache, aber ich denke Real Madrid sollte dort auch den Vortritt der meiner Meinung nach haben, aber Liverpool kann auch überraschen. Dann Milan, Tottenham sehe ich ehrlich gesagt Milan vorne. Inter gegen Porto sehe ich Inter vorne und Brügge gegen Lissabon. 50-50 Duell, aber eher Lissabon vorne meiner Meinung nach. Dann haben wir hier ein bisschen was zu rätseln. Dann kommen wir zu den Postern. Erling Haaland bei Manchester City, Füllkrug bei Bremen, Thomas Müller beim FCB. Dann haben wir Leipzigs Timo Werner, Chelseas Kai Havertz und Moukoko vom BVB und dann hier ein Dreier-Poster mit Messi, Mbappé und Neymar. Und wer sozusagen auch ein wenig jünger ist, der wird das, denke ich, sehr, sehr doll feiern und wird sich das auch aufhängen aus meiner Sicht. Hätte ich früher theoretisch praktisch auch gemacht. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Gewinnspiel für so ein Base Attack Set. Und dann haben wir den Star-Check zu Karim The Dream Benzema. Bei ihm lief ja nicht alles rund in seiner Karriere, auch mit den Mitspielern, die Connection und insgesamt so. Also Karim The Dream auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreicher und auch ein guter Fußballer und ich mag ihn an sich auch, aber wie er teilweise mit seinen Mitspielern oder mit seinen Menschen umgeht, finde ich halt leider nicht so toll.
Und dann haben wir jetzt hier den ultimativen Check zu den Limited Editions von der FIFA 365 Serie. Wir haben viele Online Limited Editions im Online-Shop. Dort habe ich die meisten mittlerweile auch schon mir geholt. Dann das Mega Starter Pack, was wir bereits geöffnet haben. Die Tinbox wird im Laufe der nächsten 2 Wochen auf jeden Fall kommen. Dann haben wir heute die Just Kick It. Premium Tüte haben wir schon geöffnet. Dort fehlen ja noch 3 Limis, unter anderem hier der Van Dijk und Lukaku, die abgebildet sind. Multipacks habe ich schon auf meinem Kanal geöffnet. Dort habe ich alle 10 Limis aus dem Online-Shop mir geholt. Und die Premium Gold Tüte, dort fehlen mir noch 2 Limis, unter anderem hier Ronaldo und der Lewandowski. Aber dort werde ich auch noch mal eine in den nächsten Tagen sehen. Dann haben wir hier einmal die Information zu den Karten und Stichern von FIFA 365 und den Produkten. Dann hier ein Buch, was man gewinnen kann, und noch Werbung für einen Online-Bundesliga-Simulator. Dann haben wir die besten 25 mit Erling Haaland, Musiala und Neymar auf den Top 3. Unter anderem neu dabei ist ein Marco Reus oder ein Karim Adeyemi. Bei den Teams hat sich in den Top 5 nicht viel getan. Deutschland auf 1, Bayern 2, Dortmund 3, PSG 4 und Man City auf 5. Dann haben wir hier die Leserbriefe und Geburtstage von Ronaldo, Neymar am 5. Februar und Kimmich am 8. Und dann hier die Bundesliga, zweite Bundesliga, Champions League, Europa League, Conference League und DFB-Pokal-Spieltage, die jetzt wieder anstehen. Dann hier Trainerbank, gefeierte Herbstmeister, wie oft welches Team in der Bundesliga schon Herbstmeister wurde. Dann den Chaos-Kicker-Comic und dann hier die Leser-Top-11s des Monats. Einmal von Leon aus Hausach, der das einfach hier so aufgezeichnet hat, der anscheinend Freiburg-Fan ist. Dann hier ein kleiner Kroate mit Sebastian aus Nagold, der hier auch einfach die Zeitschrift hält und hier das Ganze mit FIFA World Cup Karten gebaut hat und das auch echt eine gute Elf ist mit den beiden Limis da oben. Also das sind ja echt nur Topspieler hier in der Elf, also auch mal keine Elf, wo Topskarten drin sind, sondern nur Panini-Karten. Dann haben wir Michael oder Michael oder Mikal, je nachdem wie man aussprechen möchte, der es auch aufgezeichnet hat. Und VIP-Leser des Monats ist der gute Luis, weil sein Lieblingsspieler ist Kylian Mbappé. Dann haben wir Werbung für Super Mario Karten und sehen beim nächsten Mal sind 2 Stickertütchen der Sticker dabei und auch mal ein WM-Stickertütchen, was ich ehrlich gesagt nicht mehr verstehe. Ich habe mich schon gewundert, dass dieses Mal noch eins dabei ist. Und die Ausgabe erscheint auch erst am 24. Februar, also sehr, sehr weit im Februar. Es ist jetzt ja ungefähr, wenn ihr das Video seht, der 15., also über einen Monat, so 5-6 Wochen erscheint die Zeitschrift erst wieder neu. Sehr, sehr interessant und auch nichts mit Limis. Sonst war ja immer so, dass in den Zeitschriften 2 oder 3 Mal Limis drin waren. Aber irgendwie, FIFA 365 hat Panini nicht so Bock jetzt auf Limis anscheinend. Auf jeden Fall lege ich beide Limis mal hier hin. Wir fangen mal mit dem Stickertürchen an. Ist auch ein normales aus der Box. Hätte theoretisch praktisch hier einen extra Sticker ziehen können. Haben aber Venegas. Dann haben wir Danaut Anjuma, Amrabat, Empedu und Jan Sommer. 5 normale Sticker, kein Glitzer-Sticker. Und ich würde sagen, Sommer war da schon der beste Spieler aus dem Stickertütchen. Und dann jetzt hier ein Kartenbooster. Es ist aber ein Promotion-Päckchen, weil hier kein Barcode drauf ist. Mal gucken, wie das jetzt hier aufgeteilt ist, welche Karten man hier bekommt. Und dann starten wir mal rein. Sind auch hier ganz normal 6 Karten drin. Wir starten mit einer Magician-Karte, die mir sogar noch fehlt. Das ist ja toll. Und zwar mit Skouras von Lech Posen. Dann haben wir eine Dominator-Karte von Erling Haaland. Ach ja, okay, man kriegt 2 Karten aus der Power-Kategorie hier in den Boostern. Und dann haben wir noch die 4 Base von Inacio, Renato Sanchez, nochmal Erling Haaland und Rafael Leao. Also das ist ja ein echtes Erling Haaland-Päckchen. Fehlt nur noch, dass wir eine von seinen Giant-Karten ziehen und dann hätten wir alle Karten, wo er drauf ist, schon in dem Päckchen gehabt. Das war's von dem Unboxing Just Kick It Nummer 1 2023. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich empfehle euch mal in eurem Supermarkt zu gucken, welche Limi bei euch drin ist. Wie gesagt, ich denke, dass die halt verschieden sein wird und auch dieses Mal mit Kleber und mit Abbekommen der Limi kein Problem. Auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben geben, hier noch eine Playlist auschecken, genau wie hier, hier abonnieren und hier noch eine von das Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.